Ja, hallo zusammen. Durch die vielen Kommentare, positiven Kommentare zu meinem Seerosenbild nach Monet bin ich auf die Idee gekommen, da mal eine Reihe zu machen, malen wie die großen Künstler, also so die Stilrichtung oder wirklich auch konkrete Motive von bekannten Künstlern zu kopieren. Und ja, wie ihr seht, habe ich mir hier jetzt mal den Van Gogh als nächsten ausgenommen. Der gehört auch so in diese Kunstepoche des Impressionismus, obwohl er eigentlich nicht wirklich jetzt ein typischer Vertreter war. Und also wo das jetzt so hinlaufen soll, einfach mal so Beispiele. Der Van Gogh hat halt eine ganz bestimmte Art zu malen gehabt, zumindest in bestimmten Bildern. Er hat viele andere Arten nur gehabt, aber bei diesen eher impressionistischen Bildern hat er typischerweise, wie man hier sehen kann oder hier oder auch im Wasser sehen kann, hat er typischerweise Striche nebeneinander gesetzt mit möglichst reinen Farben. Das ist halt von den Impressionisten damals so, ja, war die Idee, das halt so zu machen. Und auch selbst im Himmel hat er das gemacht, bei den Wolken auch. Und ja, das, von daher ist es für mich einfach so ein Klassiker, ne? Ich möchte das Bild mit euch zusammen malen, würde es aber gern vereinfachen. Ich würde gern hier die Kutsche weglassen und hier im Hintergrund dieses Haus und auch diese Wolke. Und stattdessen mal hier einfach noch so ein Baum dann hin, ne? Darf ich das überhaupt nachmalen? Ist es jetzt illegal? Nein, ist es nicht. Ich habe mich da nochmal kundig gemacht, juristisch. Bilder, bei denen der Künstler älter, also seit mehr als 70 Jahren tot ist, da ist kein Urheberrecht mehr drauf, außer das Urheberrecht ist an Hinterlassene weitergegeben worden. Das ist aber bei Van Gogh nicht der Fall, der war kinderlos. So, also von daher ist das hier ganz easy und schön nachzumalen. Dieses Motiv gibt es übrigens tatsächlich noch, also diese Brücke, die existiert noch. Ihr könnt die bei Google mal euch anschauen. Könnt also auch Fotos nehmen und die nach eurem eigenen Geschmack nachmalen, wenn ihr sagt, nee, so wie das jetzt hier ist, gefällt es mir nicht. Jetzt ist diese Idee, die haben jetzt, also so diese positive Feedback, es waren 5, 6 Leute, die meinten, ja, mehr von dieser Art zu malen. Das ist natürlich nicht repräsentativ für 12.000 Abonnenten. Andererseits kommentieren halt auch nur relativ wenige. Von daher wäre da meine Frage an euch. Wollt ihr so eine Reihe? Findet ihr das gut? Und wenn ja, wenn ihr es gut findet, dann schreibt bitte unten jupp in die Kommentare rein, welche Künstler ihr da gern sehen würdet, aber vor allen Dingen welche konkreten Motive. Ja, und dann kann ich schauen, ob ich das malen darf, ob das urheberrechtlich möglich ist oder nicht. Okay, also ein kleiner Auftrag an euch. Ich hoffe, es macht euch Spaß und es macht euch genauso viel Spaß, das nachzumalen wie mir. Ich werde das jetzt wieder live malen, ohne es auszuprobiert zu haben. Und das ist natürlich äußerst mutig und mal schauen, ob ich es schaffe, einen Van Gogh zu imitieren. Alles klar, dann legen wir mal los. Okay, ich habe das große Glück gehabt, dieses Bild auch im Original sehen zu können im Waldraf-Richarts-Museum in Köln. Und dabei ist mir aufgefallen, also ich denke mal, dass ich das richtig gesehen habe, dass Van Gogh da eine Imprimatur aus lichtem Ocker verwendet hat, weil es immer wieder an einigen Stellen durchgeschimmert ist. Wie man auch sieht, das ganze Bild wirkt ja relativ warm, eben durch diesen Orangeton, durch diesen rötlichen Erdton. Und ich vermute einfach, dass das dadurch zustande kommt und deswegen habe ich jetzt hier mal das Experiment gewagt und habe halt auch mit lichtem Ocker eine Imprimatur aufgebracht. Was das ist, habe ich in einem anderen Video erklärt, das ich jetzt irgendwo verlinken werde. Und was auch noch der Fall ist, was man hier an der Wolke erkennen kann, hier auch so rund um diese Brückenkonstruktion herum, dass er den Himmel nicht mit einem Pinsel aufgetragen hat, sondern mit einem Malmesser. Jetzt ist mein Format hier ein bisschen zu klein, um das durchgängig zu machen, weil wenn ich jetzt hier drüber gehe, dann glaube ich, werde ich ziemliche Probleme haben. Ich werde es trotzdem hier im oberen Bereich einfach mal machen und loslegen. Also ich habe hier so ein kleines Malmesser, weiß ich gar nicht, was für eine Größe ist, auch egal. Dann an Pinseln verwende ich relativ harte Pinsel, mit denen ich halt diese Linienstruktur, die ich erwähnte, durchführen kann. Das sind alles erstmal Katzenzungenpinsel und ein einziger Synthetik-Flachpinsel der Größe, weiß ich nicht, keine Ahnung, 8 oder so. Und ein Linierpinsel für die ganzen Seilkonstruktionen an der Brücke. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Achso, Farben habe ich vergessen. Titanweiß, Cadmiumgelb, Cadmiumrot, Cölinblau und Preußischblau. Wobei man hier
auch durchaus Lichtenocker direkt verwenden könnte, aber ich bin halt so manchmal etwas faul und mache mir das Leben schwer. So, jetzt mischen wir uns erstmal diese Himmelsfarbe. Jetzt habe ich natürlich prompt falsch angefangen. Der Himmel ist ja nicht gelb, sondern blau. So, macht aber nichts. Wenn man es einen ordentlichen Schwung weiß. Geben dazu ein bisschen Kylinblau. Ja, und das sieht man schon. Also, wenn er den Himmel genau anschaut, dann wirkt er auch leicht türkis. Und das kommt meiner Ansicht nach dadurch zustande, dass er heute im Hintergrund diesen Gelbton hat. So, und der Auftrag erfolgt, also soweit ich das heute sehen konnte im Original. Ups, jetzt habe ich mir die weiße Farbe versaut. Egal. Der Auftrag erfolgt so, dass er nicht korrigiert und versucht, eine glatte Fläche zu kriegen. Es ist durchaus gewollt, dass eben so Strukturen entstehen, die dann halt im Prinzip die Wolken dastehen. Und überwiegend arbeite ich jetzt heute so in die Richtung. Ja. Da über die Bäume gehe ich mal drüber. Ich glaube, die werde ich wiederfinden. Bei der Brücke muss ich mir irgendwas überlegen dann. So, und hier habt ihr auch so den Klassiker, wenn ihr mal darauf achtet. Das kommt jetzt nicht durch die Beleuchtung, tatsächlich um die Brücke herum ist es etwas heller. Da hat er offensichtlich ein paar Mal nachjustiert, so wie ich es halt auch gerne mache. Also ich weiß jetzt nicht, ob das länger dauert, als wenn man es mit einem Pinsel macht oder wie auch immer. Und wenn jetzt hier zwischendurch dieses lichte Ocker durchschimmert, dann ist das halt nicht schlimm, weil genau das gleiche konnte ich eben bei dem Original halt auch sehen. Ne? Und ja, es wirkt schon sehr cool. Jetzt nehmen wir hier unten hin halt deutlich mehr Weiß. Lernen haben wir ja schon so oft. In so vielen Videos habe ich das ja schon erwähnt, dass halt Richtung Horizont halt heller wird. Ich glaube, ich hätte mir dieses Vorzeichen fast sparen können. So, und den Rest mache ich jetzt halt mit einem Pinsel und hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt. Also das hier heller ist, hat natürlich einen anderen Grund, weil das natürlich auch der Fokus von dem Bild ist. Geht es auch mit dem Pinsel ein bisschen, naja, das lasse ich es halt. Wird es halt einfach übermalt, ist halt so jetzt. Aber dann kann ich natürlich auch mit dem Ding weiterarbeiten, mit dem Malmesser. Obwohl das jetzt Malmesser zu grob ist. Für diese Strukturen hier, zum Beispiel, dass ich hier an dem Haus da vernünftig dran malen kann. Ich glaube, ich bin hier definitiv noch viel zu dunkel. Seht ihr das jetzt ganz anders mal als sonst, ne? Also dieses mit den Strichen. So, jetzt möchte ich das natürlich hier schon wirklich hell haben. Gehe jetzt einfach mit dem reinen Weiß nochmal drüber, weil anders hat es der liebe Herr van Gogh halt auch nicht gemacht. Da seht ihr schon, dass es ein Unterschied ist, ob man es halt mit Pinsel oder mit einem Malmesser aufträgt. Ja, wie gesagt, das ist halt ein Experiment. Von daher, Brücke ist weg, muss man halt dann nachher wiederholen. Jetzt gehe ich halt nochmal mit dem Messer drüber, damit es halt von der Struktur, von der Oberflächenstruktur halt ein bisschen einheitlicher ist. So. Wo es natürlich noch wichtig ist, dass die Farbe zu erkennen ist, ist es unter der Brücke dieser kleine Teil hier. Sehr wichtig hier, weil damit kriege ich dann wieder die Tiefe ins Bild rein. Mal den ersten Teil weg. Jetzt müssten normalerweise die Bäume und dann schon auch die Brücke kommen. Da das aber alles noch sehr, sehr nass ist, muss ich zwischenzeitlich ja dann ordentlich trocknen lassen. Das ist bei Ölfarben übrigens noch viel, viel aufwendiger und dauert alles noch viel, viel länger. Wende ich mich jetzt erstmal
hier diesen ganzen Strukturen zu. Und beginnen werde ich mit dem Hintergrund. So hier. Da hat er kleinere Striche gesetzt. Kann man bei mir jetzt gar nicht so unterscheiden. Die Farbe ist ein bisschen zu krass, ne? Ich schiebe das Rot dazu, damit dämpfe ich sie halt ab. Aber ich glaube, ich habe die ziemlich genau getroffen, ja. So, und hier vorne hat er ganz viel Türkis gehabt im Wasser. Das kriegt man halt am einfachsten mit Gelb und Kylinblau. Kann man sich ein wunderschönes Türkis anmischen. Das muss man halt ein bisschen aufhellen dann. Noch mehr Blau rein. Dann mal gucken, wo die Farbe am besten passt. Ganz leicht abdämpfen, ist ein ganz klein wenig zu intensiv. Und mehr von dem Blau noch rein. Es ist ja logisch eine Reflexion vom Himmel. Und ich probiere mal mit dem Preußischblau. Ich bin mit der Farbe noch nicht so ganz zufrieden. Wie gesagt, es ist ein Experiment. Ne? Es geht ja einfach nur darum, die Technik da. Zu kriegen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt ganz perfekt die Farbe hinkriegen. Es reicht mir, wenn ich sie ungefähr treffe. Da gehe ich eh nochmal mit Strichen drüber, damit dieses Gestrichelte halt mehr rauskommt. So, hier sind die Bäume und dazwischen ist so eine helle Reflexion, die von oben bis unten durchgeht da. Ne? So. Muss ich mal nochmal neu hier anmischen. Okay. Ich mache das jetzt erstmal so, das geht ein bisschen fixer und dann lege ich die Striche einfach drüber. Vielleicht hat der Van Gogh das ja auch so gemacht. Kicher, kicher. So. Das Wichtigste für mich ist am Anfang immer erst die Flächen voll zu kriegen. Der Rest ergibt sich dann von alleine. So, dann nehme ich mal einen neuen Pinsel für die Mauer. Die sieht zwar schwierig aus, ist aber gar nicht schwer. Ich habe ja auch so ein Video mal gemacht, wie man Mauern ganz einfach malen kann. Und zwar mischt ihr euch einfach sozusagen die Grundfarbe an. Würde ich jetzt hier so eher hell verorten. Ein bisschen dunkler darf es sein. Wenn ich es orange-dunkle haben will, gebe ich halt ein bisschen Blau dazu. Legt das eine einheitliche Farbe und dann gehe ich halt mit dem anderen Pinsel drüber, mit dem ich dann halt diese Backsteine sozusagen raushol. So, hier hinten ist die Farbe deutlich heller, jawohl.
Hier unter der Brücke, das ist eigentlich auch ganz interessant, die Farbe hier unter der Brücke. Das ist Kölinblau mit Weiß und einem Hauch Gelb. Finde ich nichts anderes als ein Türkis. Dann haben wir das nämlich auch schon. Jetzt so ein Motiv lässt sich nicht schnell umsetzen, ist klar, ne, ist anspruchsvoll. Also hier hat er die Striche alles so gesetzt. Und hier hat er auch so einen Untergrund gemacht, über den er dann nur heller drüber gegangen ist. So, und dazu brauchen wir jetzt ein ganz dunkles Grün. Ups, ich muss hier an. Ja, Grün kriege ich dunkel, indem ich halt ein bisschen Rot dazu mische. Seht, das ist also echt mega. Richtig schön dunkel geworden. Die gleiche Farbe hat er dann halt hier, so eine ähnliche Farbe, die halt noch dunkler ist, hat er hier im Wasser verwendet. Ein bisschen grün hier oben. Hier ist natürlich auch viel grün. Das ist auch dieses dunkelgrün. Also das ist nichts für Geduldige, für Ungeduldige wie für mich, ne? Es muss noch ein bisschen dunkler werden. Das machen wir gleich. Okay. Liegt jetzt einfach noch ein paar andere Farben drüber, die ich dann noch sehe, so ein leichtes Pink und hier die Wege, die lasse ich. Das ist, wie ihr das seht, hier diese kleinen Wege da. Das ist genau die Farbe, die hier die Imprimatur schon vorgegeben hat. Brauche ich mir überhaupt keine Mühe machen sozusagen. So, habe ich jetzt hier alles. Jo, ich glaube schon, ne? Bin jetzt auf der Suche nach diesem hellen Blau und habe es gefunden. Yippie. So, und jetzt kann ich hier hingehen und kann dieses helle Blau so in diesen Strichen hier so drüber legen. Also helles Türkisblau ist das so ungefähr. So, und hier ist es eher gelb, ne? Das wird das hier eine ziemliche Sauerei. Da müsst ihr darauf achten, dass er genau fluchtet hier mit dem, hier mit der Kante. Glaube, ich nehme das auch mal hierher. Das ist einfach, wenn ich mit dem Pinsel an diese Kante sozusagen dran gehe und dann die Striche so setze, ne? Dann kann ich halt hier noch das auch so machen.
Ja, da seht ihr, dass dadurch eben durch diesen einfachen Trick hier halt diese Illusion entsteht, dass hier so Wasserreflexionen sind, ne? So, dann haben wir hier den Schatten noch. Das ist natürlich logischerweise wieder unser Preußischblau. Nur dunkler kriegen. Dazu bräuchte ich jetzt aber eine frische Palette. Ja, es wäre jetzt sinnvoller, eine dunklere Farbe nur zu nehmen wie Krapprot oder einfach nur Schwarz. Geht aber, kann man so lassen. So, hier hinten, ich muss mal genau gucken, da kommen die Bäumchen hin. Bäumchen Nummer 1, Bäumchen Nummer 2 und ich hier in der Janan-Kopie kommt hier noch ein Bäumchen hin. So, damit ich das später schon mal klar habe. Jetzt nehme ich diese dunkle Farbe auch hier nochmal für die. Nehmen wir mal das reine Preußischblau. Preußischblau hat ja den Nachteil, dass es nicht deckend ist. Ja. Gut. So, da ist dann so eine etwas dunklere Farbe, die hier drüber liegt. Ein ganz klein wenig heller noch.